herzlich willkommen bei bewunderung.de. Ich freue mich, dir meinen Garten und mein neues Gartenbuch Blühauf vorstellen zu dürfen. Hast du Lust auf eine spannende Gartenreise, bei der sich nicht nur dein Garten, deine Terrasse oder dein Balkon zu einer blühenden Oase entwickeln werden, sondern auch du entspannt, gestärkt und mutig die dornigen Situationen des Alltags bewältigen kannst, bei der du lernst, dich wohl zu fühlen, zu entspannen und bei dir selbst anzukommen. Du genauso erblühst wie dein eigenes Stück Grün. Dann bist du hier genau richtig. Gemeinsam werden wir dein persönliches Blumenerlebnis schaffen. Ich begleite dich bei den grundlegenden Gartenarbeiten, wie beispielsweise der Anzucht und Pflege von Pflanzen, der Gestaltung deiner Gartenbeete und der optimalen Bepflanzung von Töpfen. Ich werde mit dir die Jahreszeiten feiern, kreativ werden und dein Herz mit den schönen Dingen des Alltags füllen. Und ganz nebenbei wird sich dein Garten, deine Terrasse oder dein Balkon zu einem Herzensort entwickeln, in dem Angst, Stress und Unsicherheit von ganz alleine verschwinden werden. Damit auch dein Garten zu einem blühenden Rückzugsort wird, braucht es gar nicht viel. Du brauchst mich lediglich ein Jahr lang zu begleiten und schon wird das Blühwunder wie kleine Sämlinge sowohl in dir selbst als auch in deinem grünen Herzensort aufgehen. Mit diesem Buch lege ich dir 4 Samenkörner in deine Hand, die ohne viel Mühe wachsen und gedeihen werden. Das erste Samenkorn macht dich fit in Sachen Gartenwissen, das ich dir in den Grundlagen und in den einzelnen Kapiteln so einfach wie möglich vermitteln werde. Dabei lege ich meinen Schwerpunkt auf Stauden und einjährige Sommerblumen, damit dein Garten oder deine Terrasse innerhalb eines Jahres zu einem wahren Blühwunder wird. Selbstverständlich gärtnere ich auf biologische und nachhaltige Art und Weise und behalte stets die sich verändernden klimatischen Bedingungen im Blick. Das zweite Samenkorn lässt dich das vermittelte Gartenwissen schnell und einfach übertragen. Also, wenn du dir nicht gleich zutraust, das Gelernte anzuwenden, findest du nach dem praktischen Teil vorgefertigte Beetpläne, Topfideen, die du in 0, nichts umsetzen kannst. Das nächste Samenkorn lässt deine Kreativität wachsen. Das ist die dritte Komponente, die dich und deinen Garten aufblühen lässt und deine Seele mit deinem persönlichen grünen Ort verbindet. Durch deine schöpferischen Ideen wächst der Garten und letztlich auch deine innere Stärke und kreative Ader. Du findest so in jedem Kapitel schöne Do-it-yourself-Projekte. Das letzte Samenkorn widmet sich deiner Seele. Jeden Monat werde ich dir zeigen, dass dein Garten der perfekte Ort ist, um deine Psyche zu stärken und Kraft für den Alltag zu tanken. Dabei werde ich die Prozesse, die du vielleicht schon ganz unbewusst im eigenen Garten nutzt, ans Licht bringen. Und nachdem nun die 4 Samenkörner gepflanzt sind, werden wir sie wachsen lassen. Dafür brauchst du nur mein Buch Blüh auf, stressfrei gärtnern und Kraft aus dem eigenen Garten schöpfen. Dann werde ich dich Monat für Monat begleiten und mit dir deinen Garten zu einer richtigen Wohlfühloase umgestalten, in der du entspannt deinen Alltag verbringen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir etwas Lust machen auf mein Buch und freue mich, wenn du von mir liest. In dem Buch begleite ich dich in meinen Garten, dessen Bilder du jetzt gerade siehst. Dieser Garten ist ein ganz normaler Hausgarten mit 350 Quadratmeter, der ganz nach britischem Vorbild in 10 Gartenräume eingeteilt ist. Wie auch in meinem Buch erlebst du jetzt den Garten über die Jahreszeiten hinweg. Jetzt, wo das Video bald zu Ende ist, haben wir Herbst.
Und ich hoffe, dir hat mein Garten gefallen. Meine Art zu gärtnern erlebst du im Buch Blüh auf. Und dort bekommst du ganz viele tolle Gartenideen, Inspirationen und natürlich ganz viel Selbstfürsorge für dich. Hab's gut und vielleicht lesen wir voneinander. Bis bald. Thank you.